The only people who knew those codes are both dead, General. Bäp. Da oben ist ein schönes Kanönchen. Hat auf jeden Fall geholfen. Ich denke mal, hier gibt es auch eine deutsche Sprachausgabe zu, wie gesagt, ne? Aber ich habe mir wahrscheinlich die englische Version geholt. Mein Gott, hält aber nicht die Klappe. But the equipment should be functional, but be careful. Okay. Ja, die Kämpfe waren zwar sehr schwer, aber das Equipment hier sollte noch eigentlich komplett funktionsfähig sein. Aber sei vorsichtig, Wiley. Unsere letzten Informationen zeigen uns, dass es in diesem Bereich immer noch Cyborgs gibt. The fighting was heavy up there, but the equipment should still be functional. Ach, sie ist es, okay. Be careful, Riley. Dankeschön. Our latest readouts indicate there's still cyborg activity in the area. So, guck mal hier, nix. Ja, dann speichern wir erstmal ab, ne? Also sehr, sehr schöne Speicherpunkte, sind sehr, sehr nett gesetzt. Kann man nicht anders sagen. Ich zocke momentan übrigens, kleines privates Update. Ich habe gerade eben noch Dead Island Retro Revenge auf dem Rad gezockt, habe jetzt einen Marathon-Modus geschafft. War eigentlich ganz okay, also war jetzt nicht so schwer. Ist, glaube ich, alles sehr selten, so von Trophäen her und so. Habe ich aber wirklich beim ersten Versuch direkt geschafft. Und ja, ich zocke momentan Batman, oh Gott, Arkham Origins, irgendwie so eine PS Vita-Fassung, so eine abgespeckte Version. Was ich da so interessant finde, das ist ja eigentlich auch, weil ich hier gerade von Speicherpunkten spreche, dafür gedacht, okay, man kann es mal für 20 Minuten spielen und dann wieder weglegen, ne? Aber das Spiel ist so blöd aufgebaut, gerade von den ganzen Backtracking und sowas, dass die Hauptspiele viel, viel komfortabler sind. Ergibt überhaupt gar keinen Sinn, finde ich. Weil gerade da würde ich dann sagen, okay, da muss man nicht immer alles wirklich komplett Backtracking-mäßig angehen. Ich höre schwere Maschinen, oder? Ein paar Raketen wäre mal ganz nice wieder, ne? Aber ich würde schon gerne lernen. Flums. Der gibt mir einfach nichts her. Ein Skandal. So. Warte. Ich hab doch irgendwo hab ich doch den Code, oder? Ich rate doch jetzt nicht. Das ist jetzt mal ohne Scheiß. Ich rate doch jetzt nicht. Okay. Hier Communications. Verdammt, die Konsole für das Ziel ist so stark beschädigt, dass die ja, Eingabesignale vertauscht worden sind oder sonst irgendwas. Ja, arbeite ich methodisch voran und ja, wechsle immer nur eine Koordinate zur gleichen Zeit. Aber wie ist denn die Koordinate, wo wir hin müssen? Ah, okay. Ja. Hat mir die schon mal jemand gesagt? Bestimmt, oder? Fuck. Scheiße. Warum habe ich nicht ein Notizbuch oder sowas? Lass uns mal gucken. Vielleicht haben wir hier irgendwie... Bla. Oder bin ich hier falsch? Weil die Koordinaten, die sollte ich ja erstmal irgendwo anders finden, in Hangar 2 oder so. Ich habe jetzt hier gerade bisher noch nichts gefunden, tatsächlich. Ich kann auch nichts anvisieren. Vielleicht liegt hier... Ah! 297. Guck mal eine an. Da oben stand's. Ja, sollte man sich hier doch ein bisschen besser in den Leveln angucken. Umgucken. Okay. Ah, finde ich schön, dass es hier noch so ein paar kleinere Rätsel auch zu lösen gibt. Also 297. Was sind dann hier? Das macht nur den weg. Ist in Ordnung. Das ist doch voll easy. 7. Aber den bis zu 2. So. Hey! Oder vertue ich mich? Oder was? 279. Scheiße. Ich muss nur mal gucken. Ich dachte, jetzt passiert hier irgendwas Tolles. Wo kann ich hier oben an der Konsole noch was stisseln? Good work, Vaughn. I knew we could depend on you. I've sent the auto-destruct signal and we've resumed evacuation. We still need Hammond's implant, though.
Progress through to the medical center. On my way already. Over and out. Wo weiß ich denn, wo das Medical Center ist? Ist das da, wo der gerade durchgedüst ist? So ein neuer Gegner? Nein, gut. Lass mich raus! Ah, die Tür ist jetzt offen. Ah, das macht jetzt natürlich Sinn. Da muss man aber erstmal drauf kommen, ne? Das ist halt Spielelogik. Ja, schön hier mit den Transfusionen und sowas. Schön Sprites. Gefällt mir. Ich mag diesen Mischmasch. Mischmasch. Ihr habt Sachen da fallen gelassen. Keine Sorge, ich gucke mich gleich nochmal genauer um. So, geht's jetzt. Uiuiui, was bist du denn hier, sag mal? Ah, ich bin so dumm. Explosion tut mir doch weh. Oh, ist aber ein relativ großer Bereich. Mess Hall. Ist das alles ausgeschildert? Ist das mein Herzschlag, oder? Was ist hier los? Achso, genau, wir können ja auch noch. Wie ging das? Das können wir auch noch. Puh, Scheiße! Mal durch den Vorhang schießen oder schlagen. Sag mal, spawnt ihr endlos oder was ist hier das Geheimnis? Guten Tag. Ich hab gesagt, guten Tag! Jetzt versteck dich doch nicht. Was ist los mit dir, Alter? Wie bist du überhaupt da hingekommen? Ja, ich komme ja leider nicht hin. Okay, da ging es also los. Dann düsen wir jetzt erstmal hier nach rechts. Schauen uns hier mal ein bisschen um. Ich habe noch nicht so genau die Peilung, was dieses mit dem Scan auf sich haben soll. Ist einfach nur nice to have, zusätzliche Informationen, keine Ahnung. Das ist schon ein recht großes Gebiet. Oh, guck mal, Storeroom Key, sehr gut. Und Granaten. Perfekt. Ui. Kann ich mich hier heilen? Das wäre natürlich geil. Nee, schade. Irgendwie so eine Selbst... Das hier sind bestimmt Fluchtkapseln, oder? Na komm, komm. Insufficient power. Device in operational. Okay. Also Energie einschalten. Irgendwo. Ja, sie wird wahrscheinlich für alle drei gelten. Ups, Entschuldigung. Bla 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 bla. Schön. Wenn ich mich denn aus der Ego-Perspektive noch bewegen könnte, das wäre doch ganz geil. Das habe ich ja, glaube ich, gestern schon gesagt, nur es geht leider, so wie es aussieht, nicht. Ah, nochmal ein bisschen Munition. Ach, Raketen finde ich nie, ey. Schön, dass ich die alle direkt weggeballert habe bei dem einen Spacko. Hallöchen. Das sieht eine normale Munition aus. Oh. Insufficient power. Okay, ich kann da nicht runter. Ah, aber die kann ich verschieben. Wofür auch immer. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Oh Gott! Wo kommst du denn her? Ich bin aus dem Aufzugsschacht. Dafür sind sie wahrscheinlich da. Das ist die Daseinsberechtigung. Flupp. Tatsächlich Verwendung für die Kiste habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ne? Also ich kann vielleicht nach da oben hin dann, aber... Bringt mir das was? Ich sehe nicht, dass da was liegt, um ehrlich zu sein. Ja gut, Heilung brauche ich jetzt gerade nicht. Ich habe voll Energie. Mut, so nehmen wir mit. Da müssen wir mal überlegen, von wo kam ich? Scheiße. Cryolab.
Hey, you've made it! Now, how'd you manage that? We've only just held out against the droids. I'd love to swap war story, but I need the General's implant urgently. How do I get it? It won't be easy. You'll have to move the cryo tube into one of those theater bays. And those droids are still out there. I'll deal with them. Don't worry about that. Hold on. When you've got the implant, you'll need the keycard to get out of here. Make sure you come back for me. I'll wait. Ja, super, ey. Okay. Was haben wir denn jetzt? Die Systemenergie ist sehr stark beschädigt. Du musst die ganzen anderen Bereiche ausschalten, um genug Energie zu dieser einen Quelle zu nutzen, die du, oder zu leiten, die du auch nutzen wirst. Die Relais sind alle in der Kryotube. Tube, Rohr, Schlauch, keine Ahnung. Lagerbereich. Findest du dort. The power systems are badly damaged. Bla bla bla. You'll have to shut down the other bays to allow enough power through to the one. Also, die Synchronisation ist schon geil, ne? Mit dem britischen Hammer. Ach, das sind wahrscheinlich hier diese Kryo-Tubes, ne? Alter! Hat die eine Kraft. Leck mich am Arsch. Okay, also zu irgendeiner kann ich hier letztendlich leiten. Zu der ich dann die Energie auch umleiten werde. Oder wie oder was? Ich bin da jetzt nicht so ganz sicher, um echt zu sein. Eieieiei. Kann ich auf jeden Fall nichts machen. Ach, guck mal einer an. Was haben wir denn da? Da ist jetzt einer angeschaltet, okay. Ich auch, welche das ist, oder? Ja, bestimmt beschriftet, ne? Ich würde jetzt die einen nehmen, die ja so vor sich hin flackert, aber... Aber im Endeffekt, ich dachte, ich brauche dafür nur irgendwas, aber... Hä? Ich verstehe es dagegen nicht. Rein mit dir! Krieg's nicht mehr rein. Ah, egal. Gucken wir uns erstmal weiter um. Wir haben echt hier viel zu tun, ey. Heieiei. Also schon ein recht komplexer Bereich. Kann ich nie anders sagen. Was habe ich die Energie jetzt erstmal komplett überall rausgeschaltet, ne? Immerhin welche keine Munitionsarmut haben. Das ist das Schöne. Aber die Blöcke machen mich wahnsinnig. Ich habe da keine Verwendung für aktuell. Da ist die Lobby. Auch schön. Und gebt ihr mir denn mal keine Raketen, ihr Penner? Okay, das ist der falsche Raum. Was ist das für einer? Da steht mal gar nichts dran, auch nicht schlecht. Ja, ne? Hier ist die Krankenstation. Ach, cool. Muss ich mich verarschen? Das war's doch jetzt nicht, oder? Ich kann nirgendwo draufklettern. Das Schöne ist, das ist hier so ein Spiel, da darf man sich auch das Genick brechen. Das heißt, man darf sich überall umgucken, muss sie dann nicht nochmal nachjustieren oder sowas. Finde ich sehr angenehm. Was? Ich hab dich doch schon tausendmal gefunden. Ich verstehe es nicht. Entschuldigung. Ach, da war ein Typ, glaube ich, den ich getötet habe, der aber ziemlich ungünstig platziert war, deswegen, glaube ich, nicht an das Item rankam.